Herr Teggertz, was macht es genau praktisch unmöglich, Menschen ohne Papiere abzuschieben? Naja, die fehlende Nationalität. Das ist ja genau der Punkt. Wir müssen ja wissen, wenn wir jemanden außer Landes bringen, in welches Land wir ihn bringen wollen. Und wenn da keine Reisepässe vorhanden sind oder keine Nationalitäten bekannt sind, zweifelsfrei bekannt sind, dann kriegen wir immer wieder Probleme mit den Staaten, die ihre eigenen Leute aufnehmen sollen. Die behaupten dann nämlich immer gerne, nee, der kommt ja gar nicht von uns, und dann stehen wir da und müssen sozusagen nachweisen, welche Nationalität ein Mensch hat, bevor wir den rausbringen können. Und das ist ein Riesenproblem. Das liegt aber auch ein bisschen daran, und da bin ich immer ein Verfechter von, dass die Zuständigkeiten im gesamten Verfahren, also von der Einreise bis zur Verbringung außer Landes, nicht in einer Hand gebündelt sind. Das heißt drum, ob beim Land oder beim Bund, ich persönlich meine, es gehört zum Bund, aber wenn die Zuständigkeiten bis in die Kommunen gehen und die Kommunen, also die Außenbehörden dafür zuständig sind, Passersatzpapiere zu besorgen für die Menschen, ja, dann ist das wahrscheinlich nicht von so großem Erfolg gekrönt, als wenn eine Bundesbehörde sich um die Passersatzbeschaffung kümmern würde. Prominentestes Beispiel, Anis Amri. Dort war damals die zuständige Ausländerbehörde, die Ausländerbehörde in Kleve, und der Landrat in Kleve hat sozusagen das Königreich Tunesien angeschrieben und darum gebeten, die Passersatzpapiere zu bringen. Ja, dass das nicht unbedingt erfolgreich sein wird, ist klar, weil wahrscheinlich die Behörden in Tunesien nicht mehr wussten, was ein Landrat ist. Also wenn da ein Bundesadler drauf gewesen wäre auf dem Schreiben, dann wäre das wahrscheinlich alles zügiger gegangen, und man könnte mutmaßen und sagen, unter Umständen hätte dieser schlimme Terroranschlag am Breitscheidplatz dadurch verhindert werden. Das heißt aber auch, wenn Sie kommen, wenn Sie um Asyl sozusagen bitten, ohne Papiere, glaubt man dann einfach, Sie kommen aus Syrien, Sie kommen aus Afghanistan? Und vor allen Dingen frage ich mich, wie möchte man das Alter feststellen? Wir hatten ja gerade den Fall von Mannheim. Der kam als Minderjähriger nach Deutschland ohne Papiere. Wie stellt man dann fest, ob der tatsächlich minderjährig ist? Ja, gar nicht. Das ist eben das große Problem. Man muss sich darauf verlassen, was die Menschen letztendlich sagen, egal ob das die Nationalität oder das Alter ist. Das kann dann frühestens im Nachgang festgestellt werden, ob jemand tatsächlich türkischer Nationalität ist, afghanischer Nationalität ist, syrischer Nationalität oder irakischer Nationalität. Und genauso kann auch vielleicht im Nachgang festgestellt werden durch Kontakte über die Vertretungen in den Ländern, wie alt die Person tatsächlich ist. Das ist ein Riesenproblem. Fakt ist, wenn jemand seinen Antrag auf Schutz stellt, dann sind die Kolleginnen und Kollegen natürlich verpflichtet, diesen Antrag entgegenzunehmen. So. Und das erschwert die Sache dann nachher ungemein. Bitte um kurze Ja- oder Nein-Antwort. Sind die fehlenden Papiere das größte Hindernis bei Abschiebungen? Ja. Herr Bosbach, kann man irgendetwas an den Regeln ändern, dass das nicht mehr das Hauptproblem ist, um Abschiebungen durchzuführen? Ja, man könnte zum Beispiel das geltende Recht anwenden. Ich gebe sofort zu, das ist eine sensationelle Idee. Aber es ist ja auch jetzt kein Vorwurf an die Regierung. Wir haben ja zu unserer Zeit damit angefangen. Wir weisen nicht zurück, obwohl alle, ausnahmslos alle, nicht aus, aber über stabile Demokratien, verfolgungsfreie Staaten zu uns kommen. Also das sind alles EU-Staaten plus Schweiz, auch verfolgungsfreie Demokratie. Eigentlich muss der Asylantrag dort gestellt und bearbeitet werden, wo der Flüchtling zum ersten Mal ein Land der Europäischen Union erreicht. Wir weisen ja auch nicht zurück, wenn jemand sagt, ich habe keine Papiere. Dann können wir nur glauben, dass die Angabe stimmt. Die Regierung sagt immer wieder gerne, ja, aber die werden erkennungsdienstlich behandelt, werden komplett erfasst. Durch die Abnahme von Fingerabdrücken kann ich nur feststellen, ob diese Person schon einmal erkennungsdienstlich behandelt wurde. Wenn ja, welcher Name, welcher Nationalität? Wenn er jetzt hier kommt mit einem anderen Namen, einer anderen Nationalität, Anis Amri hatte mehrere Identitäten, mehrere Nationalitäten, gibt es drei Möglichkeiten. Erste Angabe ist richtig, zweite Angabe ist richtig, beide sind falsch. Dass beide verschiedene Angaben gleichzeitig richtig sind, kann nicht sein. Das ist ein ganz großes Problem. Hinzu kommt dieses Problem der papierlosen Einreise, haben wir schon seit Anfang 2015, seitdem klar war, syrische Flüchtlinge werden pauschal anerkannt. Das war ja am Anfang so. Am Anfang haben wir säckeweise Pässe aufsammeln müssen auf der Route. Wird immer wieder auf der Fluchtroute wird immer wieder gesagt, die Schleuser nehmen ihnen die Pässe und Papiere ab. Es bleibt der Umstand, Sie sich selber. 99% haben ein Handy, aber weniger als die Hälfte haben Papiere. Und sie wissen es.
dass die Abschiebung schwerer wird, wenn der Staat nicht die sichere Identität und nicht die sichere Nationalität nachweisen kann. Das war für mich auch immer bitter in Bürgersprechstunden. Wissen Sie, wenn man sich schnappt, mit gesicherter Identität, mit gesicherter Nationalität, haben sich nichts zu Schulden kommen lassen, bekannter Wohnsitz, tauche nicht unter, die schnappt sich der Staat bei abgelehntem die Antrag. Die schon bereits Integrierten dann. Aber wir sehen doch hier eigentlich schon jetzt in den Anfängen, wo das Problem eigentlich liegt, nämlich bei der Einreise. Und das ärgert mich immer ein bisschen in dieser ganzen Debatte, dass wir immer so tun, als sei das Problem, naja, die haben ja keine Papiere und dies und jenes. Wir lassen sie rein ohne Papiere. Das ist doch das Grundproblem. Wenn wir wissen faktisch, dass man juristisch jemanden quasi kaum mehr ausgewiesen bekommt, selbst als Straftäter, wenn er ohne Papiere einreist, warum lassen wir sie dann überhaupt einreisen? Also wir verschieben, ich habe immer das Gefühl, wir verschieben die Probleme, weil wir sie dort nicht lösen wollen, weil es nämlich dann zu unschönen Szenen kommt oder man müsste wirklich konsequent sein. Aber das eigentliche Problem ist ja nicht irgendwie, dass wir nicht ausweisen können, sondern dass wir jeden erstmal reinlassen und zwar auch diejenigen, die uns absichtlich belügen. Herr Bosbach hat es ja schon erwähnt, also auch die Reise über das Mittelmeer scheint irgendwie den ganzen hochempfindlichen elektronischen Geräten nichts zu machen und es kommt offensichtlich auch niemand auf den Gedanken, irgendwie seinen Pass mal abzufotografieren auf diesem Smartphone, das offensichtlich über Wasser laufen kann, falls er seinen Pass verliert. Das heißt, wir sehen doch, dass hier sich inzwischen die ganzen Flüchtlinge auch darauf eingestellt haben, den deutschen Staat auf gut Deutsch zu verarschen von vorne bis hinten, weil sie wissen, je länger sie das Verfahren hinauszögern können, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie bleiben können. Wenn wir den Attentäter von Mannheim nehmen, da sehen wir ja auch, Sie sagten vorhin die Zahlen von wie viele hier geduldet sind. Auch der war geduldet, mehrfach geduldet hier, obwohl man ihn hätte ausweisen müssen. Genau genommen haben wir 240.000, die sofort ausgewiesen werden müssten, weil die Duldung ist etwas, was wir zum Beispiel nicht wiederholen müssen. Alle tun immer so, naja, aber der ist doch geduldet. Na gut, dann dulden wir sie eben nicht mehr. Auch das wäre also eine Lösung. Gleich zum Verständnis. Ja. Duldung ist eine Aussetzung der Abschiebung. Genau, nicht mehr und nicht weniger. Genau, nicht mehr, das heißt, nicht das weniger. Verfahren ist abgeschlossen. Die Person kann nur nicht, aus welchen Gründen auch immer, abgeschoben werden. Deshalb gibt es die Duldung. Richtig. Ja. Es sind ja meistens fehlende Papiere, gesundheitlicher Zustand. Wir müssen immer nachweisen, welche Identität und welche Nationalität er hat. Wir führen oft diese Personen vor, zum Beispiel beim Konsulat. Und wenn dann das zuständige Konsulat des behaupteten Heimatlandes sagt, er ist nicht von uns, nehmen wir ihn wieder mit. Ja, es ist irre. Ich habe mal gehört, zum Beispiel das Konsulat von Syrien ist nur alle Monate mal besetzt, um dann an einem Tag ein paar Pässe auszustellen. Naja, aber allein schon um diese Papiere nachzudrucken. Da kommt nur alle paar Monate mal jemand, der dann im Grunde genommen den Drucker für 2-3 Tage anschmeißt und dann wieder weg ist für ein paar Monate. Drum gibt es da auch einen massiven Rückstau. Kay Ray, erwarten Sie sich eigentlich von dieser Konferenz noch irgendwelche große Würfe? Nein, überhaupt nicht. Ich erwarte gar nichts mehr. Ich finde, wir sind verkommen zu einer offenen Psychiatrie. Und diese Probleme, die wir da jetzt haben, sind ja auch schon uralt. Also ich meine, das ist ja, wir reden ja nicht das erste Mal. Ich kann mich erinnern, dass ich im Bahnhof Langendreher, das ist ein Kleinkunsttheater in Bochum, ich habe mal ein Programm geschrieben, das hieß, wonach sieht's denn aus? Ich habe so nach diese Redewendung, wonach sieht's denn aus, da reingepackt. Wonach sieht's denn aus, wenn du auf einem Platz stehst und da sind Hundestaffeln und Betonpoller und ein Weihnachtsmarkt? Wonach soll's aussehen? Und ich habe solche Beispiele gesucht. Und da gab es eben auch einen Satz, wonach sieht's denn aus, wenn Migranten immer ihren Pass verlieren, aber selten ihr Handy? Und das Ergebnis war Auftrittsverbot in diesem Theater. Kommen wir ja nachher zu. Also in dem Theater darf ich jetzt nicht mehr auftreten. Ich habe das nie verstanden, weil es ist nicht böse gemeint gegen Migranten, die guten Willens hierher kommen. Es ist böse gemeint gegen die Migranten, die ihren Pass wegschmeißen. Und wenn ich jetzt, und das ist 2018 gewesen oder so, als ich das Programm gemacht habe. Das heißt, dieses Problem ist schon ewig da und wir drehen uns im Kreis. Warum soll denn irgendwas bringen, glaube ich. Also. Ist auch Teil des Problems, dass wir zu selten klar sagen, wir haben ein massives Problem damit, dass Pässe weggeworfen werden? Das höre ich in der politischen Debatte nie. Nee, das wird auch irgendwie in der politischen Debatte nie vertieft. Also
Es wird schon angesprochen, aber es versickert irgendwo wieder. Das ist genauso wie das Thema Migration insgesamt. Also ich bin ja schon froh, dass das Thema Migration im Moment überhaupt öffentlich diskutiert wird. Also vor anderthalb Jahren war das noch ein Tabuthema. Also jeder, der das Thema Migration angesprochen hat und insbesondere wir auch als Interessenvertretung für die Bundespolizei, die dafür unsere Kolleginnen und Kollegen kämpfen, die dann nämlich diese miserablen Arbeitsbedingungen haben aufgrund dieser Lage, waren immer verhöhnt und verpönt und ganz schnell in eine Ecke geschoben. Mhm. Und das ist Gott sei Dank ja vorbei. Also weitestgehend vorbei. Aber ich stelle mir die immer noch nicht, aber weitestgehend vorbei. Aber ich bin ja schon froh darüber, dass das Tabuthema kein Tabuthema mehr ist. Ich stelle mal die steile These auf, dass wenn ein nicht so bekannter Mensch im Fernsehen oder in irgendeiner Diskussions-Talkshow oder so das Thema Migration anspricht, dass der Gutmeinende zu Hause dann doch den Namen mal googelt und das Wort rechts dazu schreibt, ob er nicht vielleicht doch irgendwie rechtes Gedankengut oder eine rechte Vergangenheit oder so. Man gerät ja sowieso sofort unter Verdacht. Und ja, das ist das Problem. Das Hauptproblem bei diesen Debatten besteht darin, dass permanent die Pauschalierung unterstellt wird. A, sie unterstellen jedem Asylbewerber, dass er ein Betrüger ist. Nein, tut keiner. A, sie unterstellen, dass alle ihren Pass vorsätzlich vernichten. Nein, tut keiner. A, sie haben wahrscheinlich doch im Geheimen rassistische Vorurteile gegen Menschen aus anderen Staaten. Nein, hat keiner. Und damit tötest du jede Diskussion, wenn es nicht in die Tiefe geht. Kommen wir zur nächsten Unterstellung, nämlich, dass aktuell gerade die Drittstaatenlösung geprüft wird. Und die Unterstellung heißt, SPD und Grüne haben nicht wirklich Interesse daran, denn das BMI hat nun folgende Einwände gegen das Modell bekannt gegeben. Knackpunkt 1, das britische Ruanda-Modell und das Italien-Albanien-Modell sind nicht ohne weiteres übertragbar, da sie unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen haben verglichen zu Deutschland. Okay, noch gekauft. Knackpunkt 2, das Modell vergrößert die Abhängigkeit von anderen Regierungen, weil man auf die Kooperationsbereitschaft und Fähigkeit anderer Staaten angewiesen ist. Würde ich doch sagen, na nun, na nicht. Wenn man mit anderen Staaten zusammenarbeitet, ist man auf deren Kooperationsbereitschaft angewiesen. Das ist doch kein Grund, um so eine Drittstaatenlösung abzulehnen, oder? Das Argument lasse ich gelten. Die ersten Bedenken, die teile ich sogar. Die teile ich, die Bedenken. Das ist keine Petitesse, die sogenannte Drittstaatenregelung. Man muss sich fragen, nach welchem rechtlichen System wird entschieden, wie sind die Rechtsschutzmöglichkeiten. Das sind ja nun keine belanglosen Fragen. Aber wir sind jeden Tag auf die Zusammenarbeit mit anderen Staaten angewiesen, wenn es sich nicht um reinste Innenpolitik handelt. Wir sagen ja auch immer, diese Probleme können wir nur im internationalen Verbund lösen. Das sagen wir doch immer. Mhm. Alleine können wir es nicht. Ja, bitteschön. Dazu zählt unter anderem das Thema Do ut des. Ich gebe, damit du gibst. Ich habe persönlich kein Problem damit, wenn die Bundesrepublik Deutschland sagt, wir unterstützen euch seit Jahren mit Millionen, vielleicht sogar Milliarden. Jetzt seid ihr mal dran, jetzt müsst ihr uns mal helfen. Ich halte das nicht für unanständig. Ich halte das ehrlich gesagt auch für den einzigen Weg. Und ich frage mich, warum das nicht eingesetzt wird. Für mich ist das eben auch ein deutliches Zeichen, dass es einfach politisch nicht gewollt ist. Weil wir haben natürlich, die deutschen Millionen sind doch ein Riesendruckmittel, das man einsetzen könnte, wenn man es wollte. Also jeder Staat, der zum Beispiel seine Verbrecher nicht zurücknehmen möchte und sich weigert, ja Entschuldigung, wenn wir mal zwei Monate irgendwie keine Überweisung mehr schicken oder sagen, wir stellen sie ganz ein, bin ich sehr gespannt, wie schnell diese Regierung bereit wäre, dann vielleicht doch zu kooperieren. Also wir haben ja auch Druckmittel in der Hand. Es kann ja nicht sein, dass wir quasi die Verbrecher der ganzen Welt bei uns jetzt aufnehmen müssen und verwalten müssen, weil die Staaten, aus denen sie kommen, sagen, wir nehmen sie nicht zurück, wir nehmen aber gerne eure Entwicklungshilfe. Also so kann es ja einfach nicht laufen. Und für mich ist das wirklich ganz klar, dass hier der politische Wille einfach nicht da ist. Weder für Abschiebungen noch für solche Lösungen, weil man in Wahrheit das gar nicht möchte. Knackpunkt 3, Herr Teggerz. Kritisiert wird, dass der Abschreckungseffekt nicht erwiesen sei. Muss ich doch sagen, ob das möglich ist, ja oder nein, hat doch nichts damit zu tun, ob der Abschreckungseffekt erwiesen ist. Also ich glaube, das geht hier gar nicht um irgendeinen Abschreckungseffekt. Wir reden hier über zwei Phänomene. Zum einen ist das diese unglaublich hohe Migration nach Europa, vornehmlich nach Deutschland. Die Gründe dafür liegen schlichtweg da drin, dass wir hier die Pull-Faktoren schlechthin bieten für jeden Menschen, der sich nach Europa flüchtet. Punkt eins. Punkt zwei, wir haben jedes Jahr unglaublich viele tote Menschen auf dem Mittelmeer. Das bedeutet doch für mich, man muss sich doch Gedanken darüber machen, wie kann ich diese Menschen, die Schutz brauchen, sonst würden sie ja nicht nach Europa wollen, vor Europa sicher, safe machen,
dann überprüfen, dann den Antrag stellen lassen und im Falle, dass dem Antrag stattgegeben wird, sicher ohne Lebensgefahr übers Mittelmeer zu bringen, um in Europa verteilt zu werden. Das kann doch nicht so schwer sein. Und ja, das hat doch nichts mit Abschreckung zu tun, das sind schlichtweg geordnete Verfahren. Und diese Möglichkeit, diese Einrichtungen, die wir dann bräuchten, die liegen natürlich außerhalb Europas. Und dann muss man mit Staaten außerhalb Europas, vielleicht in Nordafrika, vielleicht in der Türkei, eben genau diese Verhandlungen aufnehmen. Aber das sind auch keine Lager, die jetzt eingezäunt sind, sind immer nach einer Seite offen. Das heißt, jeder, der sagt, ich möchte Abstand nehmen von meinem Antrag, ich habe mir das anders überlegt, ich kann auf freien Fuß diese Einrichtung auch wieder verlassen. Das kann doch politisch nicht so schwer sein zu begreifen, auch für die SPD und für die Grünen nicht. Da würde man erstens Tausende von Menschenleben retten, nämlich all diejenigen, die berechtigterweise Schutz suchen. Und man würde geordnete Verfahren haben, auch anschließend, was die Verteilung angeht. Ich erinnere noch mal an die Worte von Herrn Bosbach, als er noch politisch aktiv war, und hat auch völlig recht gehabt. Solange es natürlich europäisch Unterschiede gibt in der Versorgung der Menschen, wird das auch nicht funktionieren. Aber das ist dann eine Aufgabe, die kann die EU für sich regeln. So, Romanow vor genau. Ort zu sagen, so du hast keine Chance, als hier so. Mit allen mit falschen Hoffnungen die sich auch die Leute hier ankommen, letztendlich. Hat Ihnen die Diskussion gefallen? Zur ganzen Folge gelangen Sie hier. Einfach klicken und sollten Sie es noch nicht getan haben, unbedingt unseren Kanal abonnieren. Den finden Sie hier.